Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Das Jahr 2020 geht zu Ende und es war für uns alle kein leichtes Jahr. Doch wir können mit Hoffnung in die Zukunft blicken, weil Gott mit uns geht, weil er uns nicht verlässt und weil er mit uns ist, dass seine schützende Hand über uns ist und wir können uns in ihm bergen und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und das ist wunderbar. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Das ist die 118. Sendung in diesem Jahr und wir möchten auch nächstes Jahr weitermachen mit Hoffnung um 12. Heute zum Thema: Wie groß ist dein innerer Raum? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wie groß ist dein innerer Raum? Mein Freund Dirk sagte, wer der Gnade begegnet, gibt dem Schöpfer einen Raum. Gnade, das ist das Unverdiente. Und wenn wir diesem Unverdienten begegnen, diesem Gott, der wirklich Jesus gesandt hat, dass wir wirklich unverdient wirklich geliebt werden, gerettet werden. Und wenn wir diesem Raum geben, dann haben wir wirklich einen inneren Raum, der sehr wertvoll ist. Wir leben gerade in einer Zeit, wo alles so eng ist. Eingeengt sind wir überall, aber äußerlich. Wie groß ist aber unser innerer Raum? Ich sehe viele Christen, die parallel den äußeren Raum und den inneren Raum sehen, der in mir drin ist. Und bei denen wird es auch eng innen drin, weil es außen eng wird. Aber genau das Gegenteil sollte passieren. Wir sollten unseren Innenraum groß machen. Wie groß ist dein innerer Raum? Wie groß lässt du die Gnade zu, die Liebe zu, das Grenzenlose von Gott zu? Lass es auch heute zu. Dein innerer Raum bestimmst du selbst. Nicht irgendwelche Virologen oder die Regierung. Dein innerer Raum bestimmst du selbst. Und das ist dein wirkliches Leben. Und wenn du im inneren Raum Raum hast, dann hast du auch richtig Luft in dieser Zeit, obwohl es außenrum eng wird. Und Herr, ich danke dir dafür, dass ein jeder begreift, dass er an seinem inneren Raum schafft, wo du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Dass dieser Raum richtig groß ist, richtig wunderbar groß ist. Und Herr, wenn es außen eng ist, dass wir nach innen können. Ich danke dir von Herzen, Herr. Amen. Amen. Und auch heute wollen wir für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und so schreibt uns eine Mutter für ihre Tochter. Bitte betet für meine Tochter, dass sie von ihrer Magersucht befreit wird. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst und dass du sie von ihrer Sucht befreist. Und ich danke dir, dass du ihren Fokus in ihrem Denken änderst und dass dein Friede und deine Freude in ihr Herz einzieht. Danke, Jesus, dass du ihr wirklich begegnest und dass sie spürt und weiß, wie wertvoll sie ist in deinen Augen und dass diese Sucht gebrochen ist im Namen Jesu, dass diese Ketten verschwinden. Und dass sie frei ist und dass sie wirklich ja einen anderen Fokus bekommt. Und ich danke dir auch für alle anderen Menschen, die unter einer Sucht leiden, dass diese Sucht gebrochen ist durch dein Blut, das am Kreuz von Golgatha vergossen wurde. Und ich danke dir, dass keine Sucht eine Macht hat, sondern dass sie gebrochen ist im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du diesen Menschen Freiheit schenkst, Freiheit und Licht in ihr Leben kommt und dass ihre Seele wieder Frieden und Freude gewinnt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Hallo, ich habe ein Problem. Bei mir läuft gesundheitlich alles schief, was nur schief laufen kann. Mir wurde ein Zahn gezogen und so viel verpfuscht, dass es mir sehr schlecht geht. Ich habe seit über 6 Wochen Schmerzen und seit 3 Wochen Tinnitus dazu. Und seit paar Tagen tun mir auch mein Gesicht weh. Ich leide an Angstzuständen. Die Ärzte können mir bislang kaum helfen. Ich bitte im Namen Jesus um eine Heilung. Vielen Dank. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person auch kennst,
die da mit den Zahnproblemen kämpft, die Nachwirkungen von diesem gezogenen Zahn. Und ich danke dir, dass diese Schmerzen aufhören und dass da wieder eine Heilung geschieht. Und ich danke dir, dass auch der Tinnitus entmachtet ist und diese Angstzustände aufhören. Danke, Jesus, dass du dieser Person eine Rundum-Erneuerung schenkst. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben, in das Leben dieser Person. Danke, Jesus, du bist der Herr über all diesen Schmerzen und Tinnitus und Ängsten. Und ich danke dir, dass sie wirklich deine Hilfe erfahren darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und mehrere Gebetsanliegen erreichten uns wegen Finanzen. Jemand schreibt: Bitte betet für mein Unternehmen. Die Corona-Krise hat mich in finanzielle Engpässe gebracht. Mein Unternehmen hatte große finanzielle Einbußen dieses Jahr. Betet bitte um finanziellen Segen. Die Firma steht kurz vor der Pleite. Meine Sorgen quälen mich Tag und Nacht. Ich vertraue Jesus, dass er mir helfen wird. Jetzt habe ich noch einen großen Auftrag verloren, der dritte hintereinander, was mich ziemlich mutlos macht. Danke für eure Gebetsunterstützung. Jesus ist größer als meine Sorgen. Und ein zweites Anliegen: Bitte betet für uns, auch für unsere Finanzen. Danke fürs Gebet. Ja, dafür wollen wir jetzt gerade beten. Herr, ich danke dir dafür, du siehst jetzt die Menschen, die Unternehmer, aber auch privaten Leute, die finanziell vor einem Problem stehen, vor einem Abgrund stehen. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr. Zeige du ihnen Lösungen, öffne du ihnen Möglichkeiten, wo menschlich gar keine sind. Lass sie das Wunder erleben, was schon so viele erlebt haben. Herr, ich danke dir dafür. Herr, nicht unbedingt, dass es Geld regnet, sondern Ideen oder neue Aufträge oder Dinge, die überhaupt unmöglich scheinen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Du bist der Gott, der die Wunder tut. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte ein Zeugnis sagen, das gerade letzte Woche ich erfahren habe. Eine Frau hat gesagt, sie schafft in der Luftfahrtindustrie, die ja momentan total am Boden liegt. Und sie sagt, sie hat so viele Aufträge wie noch nie. In guten Zeiten hat sie so viele Aufträge nicht gehabt. Es ist wirklich wunderbar, wenn Gott uns versorgt. Er will es tun. Glaube es. Ja, das ist wirklich schön. Und aus der Schweiz kommt folgendes Anliegen. Hallo liebe Geschwister, mein Anliegen. Seit Jahren bin ich mit Tinnitus geplagt, bei Tag und bei Nacht. Heute Morgen bei meiner Gebetszeit wurde ich erinnert, dass ich bei euch für mich beten lassen könnte. Das erbitte ich für mich und danke herzlich dafür, dass dies geschehen wird. Das ist immer so schön, wenn Anliegen kommen, wo so viel Glauben drinsteht. Ich glaube, dass es geschehen wird, das glauben wir. Und ich danke dir, Herr. Komm du in das Ganze, in den ganzen Menschen hinein, Herr, mit deinem Frieden, mit deiner himmlischen Ruhe, auch in das ganze Gehör hinein und alles, was da in Unruhe ist, alles, Herr, den ganzen Tinnitus. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass du an der Wurzel Ruhe hinein schenkst, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Du bist unser großer Arzt, unser Helfer. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott. Und das freut uns sehr. Und da schreibt ein Mann voller Freude: Ich danke Gott. Er hat in unserem Leben als Familie gewirkt. Ich konnte den Busführerschein machen und habe einen Arbeitsplatz bekommen. Beide Töchter haben ihren Gesellenbrief gemacht. Wir erleben Schutz, Führung und finanzielle Versorgung. Es wurden Entscheidungen getroffen und wir erlebten Heilung für unseren Körper, Seele und Geist. Ich kann nicht genug danken. Wie schön. Eine Reiseteilnehmerin berichtet: Die Israelreise 2019 hat in mir vieles verändert. Ich zehre jeden Tag davon und danke Jesus, dass er es möglich gemacht hat,
das zu erleben. Die Ängste haben deutlich nachgelassen. Mein Vertrauen zu Jesus wächst täglich. In alltäglichen Dingen kann ich jeden Tag die liebende Hand Gottes sehen. Danke für Ihre Gebete. Das ist wunderbar. Viele Menschen erleben Gott auf unseren Reisen in Israel. Und aus Bayern kommt folgende Gebetserhörung. Danke für die Gebete. Ich hatte um Gebet für Heilung unserer Tochter gebeten. Nun kann sie seit einer Woche wieder arbeiten. Sie versieht ihren Dienst zwar noch mit Tabletten, aber es geht ihr viel besser. Mit frohem Mut und Hoffnung auf Gott schaut sie in die Zukunft. Gott hat sie aus einem tiefen Tal herausgeführt. Lob und Dank dem Herrn. Und eine Frau aus dem Norden hat Folgendes erlebt. Danke für eure Gebete, auch vom Team. Kurz nach dem Gebet rief die Arztpraxis an. Die vormals auffälligen Befunde waren jetzt normal. Halleluja. Danke. Und schön, wenn Gott so schnell eingreift. Ja, das ist wunderbar. Hat er auch schon mal bei dir eingegriffen? Dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Jetzt noch zu dem Tipp des Tages. Nimm dir mal wirklich Zeit und überlege dir, wie du innerlich Raum schaffen kannst. Nicht mit Esoterik oder sonstigem, sondern wirklich schaff einen inneren Raum, in dem du an der Gnade arbeitest, die Gnade erkennst, wie groß Gott ist, wie seine Liebe groß und unendlich ist. Lass es dir von Gott zeigen, dass du einen riesigen inneren Raum hast, der erfüllt ist mit Gott und in dem du dich hineingeben kannst. Gerade in dieser Zeit, wenn es eng wird, dass du einen weiten Raum in dir hast, wo du auch entspannen kannst. Bis 13 Uhr kannst du heute noch dein Gebetsanliegen abgeben, wenn du möchtest. Bis 13 Uhr kannst du heute wieder dein Gebetsanliegen abgeben am Telefon, wenn du möchtest. Ja, und am Freitag haben wir wieder eine neue Sendung Hoffnung um 12 mit der Wiederholung vom Mai Teil 2 Oasenzeit für zu Hause. Freu dich drauf! Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist am Freitag. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.